Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier immer noch in Sanctuary Hills. Yeah, und unser Dörfchen schaut von Mal zu Mal hübscher aus. Ach, mir gefällt es so. Ich kann's nicht oft genug sagen. Es gefällt mir. Juhu. Und ja, ich möchte heute... Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause. Ja, gell? Die Straßenlaternen gefallen dir auch gut. Ich möchte mal schauen, ob wir den Kerl hier, unsere hübsche Powerrüstung, noch ein bisschen aufbessern können. Also doch mal schauen, ne? Ja, was? Ich möchte gerne schauen, Extras, ob wir hier Taschen anbringen können oder sowas in der Art. Entfernt Strahlung aus konsumiertem Wasser und konsumierter Nahrung. Aha. Ja, die Ada spinnt wieder rum. Erhöht die Wahrnehmung. Was haben wir hier? Erhöht die Trefferchance. Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf den Kompass markiert. Erhöht die Intelligenz. Ja, das ist bei mir eh schon wurscht. Und was haben wir noch? Das Visier markiert lebende Ziele. Aha. Ja, da wäre mir das ehrlich gesagt gar nicht mal so unlieb. Anfertigen. Dann brauche ich nicht mehr so aufpassen, was ich esse. was haben wir da noch Schönes? Aha, du, boah, das ist echt schon nicht so schlecht. Entschuldigung, Flotter, was brauchen wir da noch? Rüstmeister 4, okay, da brauchen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Ohne Extras. Ja, was brauchen wir da? Wissenschaft, Schmied, Stufe 3. Herrschaftszeiten. Oi, 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 oi. Da brauchen wir noch viel. Wäre aber schlau, das bald mal zu können. Der Helm, ne? Scheuernd. Helmlampe. Haben wir da noch irgendwas? Ah, das ist nur Design, ne? Weißt du was, ich nehme blauen. Das passt super zur Farbe dazu. Finde ich halt. So. Haben wir beim Arm. Beim Arm. Na, das geht halt nicht, ne? Warte, wo hatten wir das immer? Das war es beim Torso. Konnten wir hier? Tesla-Spulen. Füge gegen deine Energieschaden zu. Aktiviert dann Kappen, solange du geduckt bist. Steambombe. Erkennt während des Kampfes Treffer und verwendet automatisch ein Steamback, wenn die Gesundheit niedrig ist. Aha. Kinetischer Dynamo. Die Aktionspunkte werden beim Erleiden von Schaden aufgeladen. Boah, das ist aber nicht schlecht. Erhöht Stärke. Notfallprotokolle. Bei weniger als 20% Gesundheit erhöht sich das Tempo um 25% und erhaltener Schaden wird um 50% reduziert. Das ist aber ein schlechter Blutreiniger, reduziert die negative Effekte von Krems. Optimierter Kern beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Boah, da ist mir die eigentlich ganz lieb. Beim Erleiden von Schaden werden die Aktionspunkte aufgeladen. Oder das. Notfallprotokolle. Immer diese Entscheidungen. Ach Gottchen. Es ist halt schwer. Ich glaube, ich werde das nehmen. Kinetischer Dynamo. Anfertigen. Ich danke dir. Was haben wir denn beim linken Ärmchen? Da geht nichts, ne? Nein, Entschuldigung, ich vergesse das immer. Torso haben wir jetzt. Quantum. Dann linker Haxen. Was haben wir da? Stoßdämpfer. Erhöht die Tragekapazität. Passt. Ungeschaut, dann nehmen wir das. Wäre noch was gewesen mit Tragekapazität. War ich wieder zu voreilig? Nein. Linkes Bein, ich denke, der rechte Haxen kann das dann auch.
So ist das. Tragekapazität, bitte anfertigen. Dann, was hätten wir denn noch? Ja, die Ärmchen gehen ja nicht, ne? Da fehlen mir eben die Sachen. Ja. Passt, ich glaube, so weit, so gut. Quantum, 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 Quantum. Quantum. Na, Dynamo, kalibriert, kalibriert, scheuernd. Müsste dabei so passen. Ja, verlassen. Ich werde aber nicht sofort in die Powerrüstung hineinklettern, denn wir können eventuell vielleicht ein paar Nuka-Cola-Rezepte schon mal ausprobieren. Alle hopp. Juhu. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Schau, und es läuft schon. Blut von Leuten zu verließen, die es nicht verdient haben, ist unsportlich. Aber im Commonwealth verdienen es viele. Also, schau, es funktioniert schon. Bist du bereit, loszuziehen? Später, Herzchen. Jetzt nicht. Wie du meinst. Jo, schau, wie das hinhaut. Da ruhen sie sich schon aus. Ich könnte hier noch eine Bank hermachen. Weißt was? Das machen wir glatt für die. Das machen wir glatt. Kurzi ist am Arbeiten. Ich habe niemanden für da, ne? Ist von euch irgendjemand im Dienst? Essen? 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 Du schiebst Wache, du, ne? Streng gesehen, wenn du so nett wärst. Könntest du? Ist so gut wie erledigt. Danke dir. Ja, so beleidigt schaut er gar nicht aus, aber er ist beleidigt. Ich habe ihn richtig beleidigt. Ja, es tut mir leid, aber was soll man machen? Warte, das mache ich noch ganz fix, wenn das da. Die da. Die stellen wir noch dahin. So, schön am Rand. Ich würde sagen so. So vielleicht, ha? Na, das ist zu weit weg. Ich würde sagen, das könnte schon sowas so werden. So, vielleicht noch ein Stück. So vielleicht. Jawohl. Schaut das nicht super aus? Immer bitte. Warte, schaut. Ah, das gefällt mir gut. Uha. So, aber wir gehen kochen. Mal schauen, was wir jetzt herstellen dürfen. Nuko, Nuka, New, wirklich New, Nuka Cola, Nuka Cola, was kannst du, 200, was? Was? Die ist ja echt stark. Nuka Frenzy, Nuka Free, na die ist ja Bombe, schau mal, 200 heilt die. Peter, wirklich? Ich glaube, ich träume mal. Warte, stellen wir mal zwei. Denke ich mir, ich mache sie auf jetzt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was? Dass die Erfahrungspunkte steigen? Mal mehr, mal weniger. Aha. Was hätten wir denn noch Schönes? Ja, Nuka Ray. Die ist aber nicht so schlecht, ha? Nuka Rush ist ja noch schlimmer. Wie viel? 999. Nuka Cola Victory braucht man dafür. Kann man die herstellen? Na, die muss man finden, ne? Ja, bist du narrisch? Nuka Cola Wild. Und Victory braucht man dafür. Ich stelle sie einmal her. So, was könnten wir denn noch? Nuka Void wäre auch nicht schlecht, ha? Nuka Extreme. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Max AB um 10. Max TP 30. Plus 25 Tragekapazität. Bleibt das bestehen? Na, das ist nur kurzzeitig wahrscheinlich, ne? Probieren wir es mal. 3, 4, 5. So. Nuka Bauer. Gewicht 1. Was? 60 Tragekapazität geht da noch. Dann nehmen wir auch mal eine mit. Ich glaube, ich bin dann ziemlich. Ich denke, das passt mal so, oder? Die vielleicht noch mal, weil sie die Radioaktivität mindert. So. Ich glaube, das passt schon mal so.
Warte, warte, abbrechen, warte. Was war noch? Kochen. Achso, ich verstehe, ich habe Kuchen gelesen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe Kuchen gelesen. Oh. Jetzt ist Ada da beim Stand? Echt? Vorher war doch hier Kotzi, oder? Lol. Naja, warum nicht? Krankenschwester Ada zum Dienst. Jawohl. Genau. Powerrüstung noch schnell abholen. Unsere geliebte Powerrüstung. Ja, yeah. Komm her, Schnucki Boots. La 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 la. Ja, die schaut so toll aus. Entschuldigung, ich weiß, ich bin lästig, aber ich mag die. So. Und rein damit. Dafür haben wir uns wahrscheinlich die Minutemans zu einem Feind gemacht. Ja. Was? Redet er denn mit mir? Dafür haben wir uns die Minutemans zum Feind gemacht. Ja, leider. Ach so, Servus Valentine. Aber ja, was soll's. Manchmal, da muss man halt in den sauren Apfel beißen. Ja, das ist meine Ausrede dafür. Was soll ich denn machen? Soll ich weinen? Ich will aber nicht weinen. Mir gefällt das so gut hier. Und jetzt müssen wir weg. So, Questie. Wir lassen Nuka-Cola mal hinter uns. Den großen Hausputz lasse ich mal. Oder wo müssten wir denn da hin? Warte mal kurz. Karte. Zu der Kindergrippe gehe ich jetzt da mal hin. Großer Hausputz. Vernichte feindlichen Außenposten. Sollen wir das noch machen? Ist dann vielleicht Ruhe? Schauen wir doch mal, oder? Aber ich sollte vielleicht eher dahin. Jetzt ist es weg. Echt jetzt? Ja. Ich wollte die Markierung weg haben eigentlich. Wieso darf ich jetzt nicht boarden? Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Markierung platzieren. Na, was? Bist du doof? Sicher war ich schon da. Okay, das ist jetzt unheimlich. Gut, dann soll ich mit dem Buckel runterrutschen mal. Lass mir das. Jetzt bin ich verwirrt. So, stoppe die Überfalle. Ach so, Überfalle, okay. Bei Hangman Ellie. Ja, machen wir das mal. Hoffentlich kann ich mich da in der Nähe irgendwo hinporten. Das ist gerade ein bisschen komisch. Das ist richtig komisch. Ich will die Markierung weg haben. Dann halt nicht. Mein Gottchen. Gut, dann müssen wir hier hin. So. Endlich mal was beim Commonwealth machen. Schön, schön. Ich hoffe, wir können noch was machen. Ich hoffe wirklich. Ansonsten ist das Let's Play wahrscheinlich schneller vorbei, als mir lieb war. Beziehungsweise können wir uns dann voll und ganz auf die Raider konzentrieren. Aber das wäre jetzt echt schade. Wenn ich wegen so einer Kleinigkeit, wegen Nuka-Cola, also wegen Nuka-World da jetzt mir da Chancen verbaut habe, das wäre jetzt nicht so schlau. Ja, die Gier ist ein Schwein, ist ein Hund, was auch immer. Nicht gut. Ja. Genauso wie die Technik. Ja, manchmal. So, na komm. So. Da sind wir jetzt, oder wie? Ah, das sind schon unsere Siedlerfreunde. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Oh. Oh. Ihr habt Hunger? Oh mein Gott. Da ist schlecht benannt. Hallo. Entschuldigung. Wann werden wir? Servus. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Was für Probleme? Was für Probleme? Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Danke. Versuche zu helfen. Ich kümmere mich um sie. Keine Sorge. Freilich.
Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. Ich bin neu in der Gegend. Ich hätte Luca... Die Leute haben über den Radiosignal gesprochen. Also ich hätte tatsächlich, wahrscheinlich, eventuell... Mit ein bisschen Arbeit können wir es schaffen. Weißt du was, ich stelle das Bram ihm darüber. Dann steht es halt im Weg rum. Warte kurz. Ich hätte tatsächlich und in der Tat hätte ich... jetzt weiß ich wieder nicht, wo das Bram im Klumpert ist. Na, das ist ja verkehrt. Entschuldigung. Ich hätte wirklich und in der Tat und tatsächlich hätte ich wohl... ja, hätte ich wohl dafür sorgen müssen, dass... dass ich die Raider umschieß. Ich hab schon vergessen, wo das Zeug ist. Ja. Ach, scheiß doch drauf. So, Ramim, wasch schon. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Scheiße, das ist aber nicht gut, ne? So, immer so ein wo sind jetzt diese Raider? Raider in der Nähe. Ich hätte die wegschießen müssen, das ist einfach so. Ich hätte die einfach wegschießen müssen. Wo sind denn die jetzt? Die da? Tatsächlich, die sind wirklich in der Nähe, ja. Ich hätte die wirklich wegschießen sollen. Puh, das wäre aber echt heftig gewesen. Wenn ich das mal gewusst hätte, hätte ich sie, glaube ich, echt weggeschossen. Wäre unterm Strich sicher wahrscheinlich, ja, mit Sicherheit hätte man viel mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber was soll's denn das bitte wissen? Ich habe ja nicht gegoogelt, ehrlich gesagt. Ich habe es einfach auf gut Glück probiert. Ich habe echt gedacht, das muss man so machen. Was? Hallo? Da. Jawohl. Diesmal erledigt. So, als nächstes bist du dran. Passt. Da waren wir schon mal, oder? Noch jemand? Hm? Da drüben. So. Ah, natürlich. Zu wenig Ausdauer, ne? Ja, Eda. Musste das jetzt sein? Das wären meine Erfahrungspunkte gewesen. Immer dasselbe mit ihr. So. Waren wir da nicht schon mal drin? Ich habe keine Ahnung mehr. So. Da ist der Schrotthaufen. Das nehmen wir gerne mit. So. Da ist noch was. Das nehmen wir auch gern mit. Da liegt die alte. Na, würdest du? Was? Bip, bip, bip. Da ist noch so ein Gerät. Wo denn? Etwa du? Im Einkaufskorb. So, das hast du jetzt davon. Ja, so schaut es aus. Und rein da. Waren wir da jetzt schon mal drin? Ich hab Gedächtnislücken. Schon wieder. War das nicht da, wo ich so viel von den... Freilich waren wir da. Ist schon wieder alles voll mit Minen, oder? Na sicher. Was? Oh. Na, sind wir nicht. Geh mal kurz aus der Sonne, meine Gute. Was machen wir zuerst? Kopf? Bloß mein Kopf, oder? Nichts erwischt. Ist jetzt vielleicht besser? Der Arm? Natürlich ist das Ding weg. Vielleicht treffe ich ja was. Schau, wie gut das geht. Eda, Vorsicht. Falle. So, diesmal nicht. Jo. Wird's. Langsam jetzt, Eda. Bitte geh nicht so weit mit vor. Da ist echt Falle und so, ne? Gut. So, diesmal, wie gesagt, ich bin diesmal vorsichtig. Haben wir das nicht fertig gemacht? Ich war jetzt echt der Meinung, wir waren hier schon mal. Naja. Was? Du Kratler! Pff. So, die nehmen wir mit. Da ist eh nichts, das nehmen wir alles mit. Eine modische Sonnenbrille. Ja, gerne. Ein Kleiderhackel. Was heißt da kleine? Nur weil ich 1,53 Meter groß bin, du Arsch, du Rassist, du blöde Kuh. Das ist immer selber, ne? K
Kaum schaust nicht aus wie der andere, ist schon wieder gefallen. Alter, ich habe jetzt nur Glück gehabt, oder? Ist eh nichts Neues. Mei, ist das nicht schön, oder? Schön blau. Ist schon bald, tut schon bald in den Augen weh. La di la la li la la. Hier mit dem Graffel, hurra, sasa. Dum da 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 da. Das? Da? Kleiderhagel? Was redest du schon wieder für Müll, Alter? Was haben wir da? Falle? Nicht Falle? Falle? Nicht Falle? Falle? Nicht Falle? 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 Nicht Falle. Wie viel dürfen wir jetzt eigentlich tragen? Haben wir wieder unsere 400 noch was? Ja, 410 sind es leider nur. Da durften wir vorher doch mehr schleppen. Aber das ist nicht so schlimm. 410. Das geht schon dahin. Lala. Was schwafeln die da die ganze Zeit? Edda, Mädel. Schau, so wird das nichts mit uns zwei, ha? Ist das bequem für dich? Echt jetzt? Das ist bequem für dich. Ja, schaut's aus. Das ist tatsächlich bequem für sie. Was labert der da? Was labert der da? Meine Güte. So, Vorkriegsgeld. Ich muss mich kurz ducken. Ich muss das tun, weil... Ich muss da looten. Edda. Mädel. Du, warum... Ich weiß, du magst es nicht, so viel zu schleppen. Ich weiß es eh, aber... Schau, wir brauchen das für die Siedler. Verstehst du? Habe ich schon? Was? Achso, der redet mit sich selber. Ach so, na dann ist alles gut. So, CSM öffne dich. Kradler, wo bist du? Hier drin wahrscheinlich. Zumindest war da mal wer. Ah ja, da ist er eh schon. Und tschüss. Ja. Welch dramatische Szene. So. Ich hätte schwören können, dass ich hier schon mal war. Könnte sich aber auch wieder um ein Erinner mich handeln, als ich wieder einmal, ja, eventuell ein technisches Problem eingeschlichen hatte und ich daraufhin einen anderen Weg einschlug als den hier. Oder es ist einfach wieder alles... Au! Was war denn das jetzt? Haben wir jetzt überhaupt einen Kratzer bekommen? Nix, oder? Was war denn das? Das war jetzt Edda. Ich weiß, die hat geschossen, aber das war jetzt gerade komisch. So. Du bist unhöflich, weißt du das? Du Fatzke. Und ich bin überladen. Ja. Ich bin wieder einmal überladen. Ist die Frage, wo wir mehr kriegen, hier oder da? Das wär's. Ich glaube mal so zuerst. Nehmen wir alles mit. Natürlich. Natürlich nehmen wir alles mit. So, Schreibmaschine. Edda, du kannst gleich schleppen. Ich schwöre dir. Du kannst gleich... Halt, du bleibst da. Handeln bitte. Ja, bitte. Etwas ist gut gesagt. So, das hier und da... Langsam nicht so schnell. Die kannst du haben, die... Die zwei, das, ja, die kannst du aber auch haben, die und die. Wo ist mein Laserdingens? Lasermuskete, da ist sie. Boah, hätte ich bald die falsche mitgegeben. Die brauche ich ja noch. So, das kannst du alles haben. So. Das auch. Was ich mit den Raumanzügen machen soll, ich habe keine Ahnung. Das muss ich auch mal nachgoogeln, wer die brauchen kann. So, und so, und du auch noch. So, und vielleicht kannst du noch ein bisschen Schrott schleppen, meine Gute. Das wäre ganz lieb von dir. So,
passt. Bin ich schon wieder eigentlich... Ich habe vergessen, die Mods rauszuhauen. Ich bin auch so schlau. Ach ja, Zocki, was machst du denn nur? Ja, das frage ich mich auch. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, boah, was mache ich nur? Na, Spaß. Zuerst frühstücken oder gleich aufnehmen oder zuerst Nasen bohren und dann frühstücken. Was? Igitt? Nein, das war ein Spaß jetzt nur. So, so, so. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt richtig schaffen. Ja, natürlich kriegen wir das richtig auf. Safe-Steuerung. Aktivieren. Ist eh schon offen, aber ist wurscht. So haben wir schön beide Erfahrungspunkte einkassieren können. Also die möglich, die jetzt eben hier möglich waren. So. Und meine Nase juckt schon wieder. Was haben wir hier Schönes? Eine Seife. Ja, im Mistkübel ist eine Seife. Ein Teddybär am Klo mit einer Brille. Ja. Ja, warum nicht? Und eine Zeitung wollte ich. Zeitung wollte ich noch sagen. Zeitung. Ja. Dann war da hinten noch was, bevor wir raufgehen. Ist hier ja noch was. Naja, schaut aber so aus, nachdem du mich nicht einmal finden tust, du komischer Kauz, glaube ich schon, dass das dein erstes Mal ist. Ein Einkaufskorb. Also, ein Einkaufskorb. Einsteigerschloss. Ja, natürlich. Ich bin so ein toller Einsteiger, dass sogar die Haarnadel sagt, na, das tue ich mir dann an. So. Ja. 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 Was? Da ist tatsächlich was? Oh ja. Haben wir... Was ist mit dir, Alter? Ich komm eh gleich. Warte nur, ich schieß dir gleich die Rübe weg. Bitte was? Das macht man so. Ja. Im Commonwealth sagt man nicht guten Tag, da schießt man einfach einem die Rübe weg. Ja, das macht man so. Wirklich, ich schwöre. Das haben die mir hier so beigebracht. In der Zeit, aus der wir noch kamen, da hatte man sich guten Tag gewünscht, aber hier nicht mehr. Hier schießt man sich zuerst die Rübe weg. Siehst du? Da ist er schon. Gut, ich schieße ihm in den Bauch. Ist nichts Persönliches, ja genau. Richtig, es ist nichts Persönliches, nein. Hallo? Kopfschießen? Na, machen wir dann Bauchbereich. Meinte, der liegt mir gerade zu Füßen. Weißt du denn nicht, wer der Oberboss ist, du kleines A? Hm, du kleiner A? A mit Loch? Das glaube ich nicht, aber wirst du sehen. So ist schön. Wie ein Bär. Ich merke schon, ich werde gleich wieder überladen sein. Falle? Na, da kann keine Falle sein, sonst hätte er sich gerade selber weggesprengt. Soll ja mal passieren. Das sind die berühmten Arbeitsunfälle, ne? Eine kaputte Lampe. Eine Matratze, ja, zum Schlafen habe ich gerade keinen Bock. Obwohl es schlau wäre. Aber ich habe leider keinen Bart. Ausgezeichnet. Damit. Oh. Krognack, der Barbar. Du hast eine Ausgabe von Krognack, der Barbar, gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Fisch. Fisch. Da hinten noch was? Nope. Nö. Nope. Wie kann man nur so wohnen? Entschuldigung, aber... Oh, ein Tresor. Ein Safe. Nein. 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 Ja, dann brich ab, hast du recht. So. Nein. 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 Ja. Ja. Nein. Paprika. So. So. Fisch. Da haben wir es schon. Ich werde gleich sowas von überladen sein. Das dauert nicht mehr lang. Ein paar Töschen.
Einen Schädel. Gibt's wieder eine Ersatzwirbelsäule? Hatten wir die schon? Es gibt nichts Besseres bei Rückenbeschwerden. Einfach die alte raus und die neue Wirbelsäule rein. Das geht echt gut. Cool. Nur beim Kopf, ich weiß nicht, das mit dem Kopf hilft mir persönlich irgendwie gar nichts. Da raus? Dann gehen wir mal da raus. Oder darauf, oder wie auch immer. Dann klubsch mir da doch mal nach. Ich glaube, ich hätte zuerst einen anderen Weg nehmen sollen. Na, es passt schon, was wir getan haben, ne? Na, na, es gibt keinen anderen Weg. Ist gut. Ja, natürlich. Also ich bin fest der Meinung, dass wir hier schon mal waren. Was machen wir jetzt da oben? Einen Teddybären einsammeln. Natürlich, das machen wir sofort. Na, wir sind ja noch nicht fertig. Also wir müssen noch mal runter. Mehr war da jetzt nicht. Gut, dann halt wieder rein da. Pff. Wo ist denn noch der letzte? Irgendwo müsste hier noch ein Raider-Typi dann sein, ne? Nicht. Raider-Typi. Wo du sein? Müssen wir da lang? Raider-Typi. Wo du sein? Es hilft nichts, wenn ich ihn rufe, glaube ich. Das gibt's ja nicht. Sind wir da echt nicht fertig? Sicher sind wir fertig. Hey, das war jetzt gerade Betrug. Arschkopf, ich kann mich doch da rausborden, du Depp. Echt so eine Kackanzeige. Das ist wieder, was ich meine. Das ist immer sehr... Weil der wahrscheinlich einfach davon ausgeht, dass wir nichts können. So schaut's aus. Schaue ich denn so unfähig aus? Bitte, das war jetzt der... Ja... Die richtige Antwort heißt, nein, Zocki, du bist spitze. Ja? Nur damit ihr das wisst, nur so am Rande. Ja. Wie gemein. Ich wusste aber beim letzten Mal, als ich hier... Wir waren fix hier, das gibt's ja nicht. Da bin ich ja da hinten runtergeburzelt und konnte nicht mehr hatschen, weil ich überladen war. No, eigentlich... Ich will dahin, bitte. Danke. Ich Volltrottel hätte einfach zuerst... Ich hätte das Nuka-World-Geschichte noch lassen sollen, aber... Ja. Was wäre, wenn? Nicht wahr? Ist ja wurscht. Man kann anscheinend trotzdem die eine oder andere Quest machen. Ja. Scheint noch zu funktionieren. Scheint dennoch zu klappen, du. So, weg mit der Bufen. Ihr armen Schweine. Servus. Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Freilich, dabei schon, bis ich wieder komme. Minuteman unterstützen. Hab mich um Raider gekümmert, werde euch nicht weiter belästigen. In den Arsch getreten. Minuteman unterstützen, seid ihr bitte. Seid jetzt froh, dass ihr euch entschieden habt, die Minuteman zu unterstützen? Natürlich. Es ist schön zu wissen, dass wir aufeinander aufpassen. Ja. Yeah. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwann mal hin, wieder, dass ein er uns... Ein einfaches Leben ist das nicht. Ja, das glaube ich euch. Ist der überhaupt dicht? Mehr oder weniger. Kann, könnten wir bauen? Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Na, könnten wir bauen? Wir könnten echt was bauen. Wie wär's mal mit Essen? Irgendwo ein Beet. Wir haben noch nie ein Beet gebaut. Wir haben noch nie ein Beet gebaut. Wie wäre es hier? Hä? Probieren wir doch mal, oder? Geht das so? Wo war das denn jetzt schon wieder? Wo war denn das schon wieder? Ich glaube, ich habe es vergessen. Ich glaube, ich habe es echt vergessen. Bei Herstellung glaube ich nicht, ne? Oder doch? Na, da ist nur Kochherd und das ganze Zeugs, ne? Luca... Dingensstationchens, Käfige, Raider. Da war ja auch nichts dabei, ne? Na, um Gottes Willen. Die fangen mit sowas nichts an. Ressourcen. Ressourcen, sonstiges. Das Gartenfeld, da haben wir es ja schon. Es fehlt Dünger. Selbstverständlich fehlt Dünger. Denn ich muss hier wieder alles herbringen, ne? Aber den, ja, Bramium können wir auch nicht machen.
Gekacke. Schnellreiseziel. Einen Pranger. Frisierstuhl. Das ist jetzt echt nicht wahr. Jetzt muss ich da echt schauen, dass ich da wieder was... Meh. Meh. Gut, das ist wieder meh. Ne? Kann ich was zerlegen von den Waffen, die wir hier bekommen haben? Untersuchen. Favoritskill ablegen. Da geht nur ablegen. Und dann wahrscheinlich zerstören dürfen, ne? Ich probiere jetzt einfach mal was. Das behalten wir mal. Bei der Kleidung, die Brille hauen wir weg. Die, das, das. Geht das jetzt eigentlich auch bei Kleidungsstücken? Dass man die zerlegen kann oder nur bei Waffen? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. So, das reicht schon mal. Es scheint mir recht nützlich zu sein. Warte mal kurz. Ich will was probieren. Kann ich das jetzt auswählen? Verwerten. Tatsächlich. Verwerten. Verwerten. Na, mach. Nichts verwerten. Aha, das geht nicht. Aber die Rüstungen gehen. Da kriegen wir nur einen einzigen Stahl, kriegen wir da. Das ist alles. Bisschen Leder. Puh. Da bin ich jetzt ja schon fast enttäuscht. Da, das schaut gut aus. Die Waffen schauen gut aus. Waffen schaut sehr gut aus. Kleidungsstücke ist eher mau, aber sehr mau. Aber Waffen rendieren sich schon. Ja, in Gottes Namen, dann nehmen wir das halt wieder mit. Na, nix Werkstatt legen, das nehmen wir halt wieder mit. Das kommt da. Ja. So. Dann sammeln wir das halt wieder ein. Na, komm mit. Klumpert. Da. Edda. Oder schauen wir, ob wir schon bauen dürfen. Warte, Entschuldigung, falsche Taste. Ich weiß, ich mache schon wieder so eine... Weißt was? Nö, wir machen das anders. Wir machen das in der nächsten Folge. Da machen wir eine hübsche Baufolge draus. So machen wir das. Da bauen wir nur so viel, wie die hier brauchen. Edda. Gib mir bitte deine Waffen. Und zwar alle, die du hast. Ich probiere die jetzt mal zu zerlegen. So. Kleidung. Naja, eigentlich streng gesehen können wir die Kleidung... Können wir die ja auch probieren zu vernichten. Schrott. Mods. Sie hat eigentlich eh alles... Weißt du, was ich soll mir alles geben? Ja, gib her den Dreck. So. Ich gehe wieder dort hinten in meine Zerstörungsecke. Ja, das heißt so. Wirklich, ich schwöre. Na, das war der falsche Knopf. So. Und ich schmeiß das alles mal weg. So, also wir fangen mit die Waffen wieder an. Runterschmeißen tun wir mit R. R. Die Molotow-Cocktails gehen nicht, ne? Die Mine auch nicht. Was mache ich da? Du kommst weg. Nein und ja. Und bei der Kleidung ist klar, da schmeiße ich auch mal alles weg, was wir brauchen. Wir haben eh so viel klumpert. Das ist echt der Wahnsinn. Klumpert. Klumpert. So. Das kommt auch weg. Ich darf jetzt mir jetzt ja nicht verdrücken. So langsam. Die kommt auch weg. Und die kommt auch weg. Und die kommt auch weg. So, den Schrott haben wir eh. Jetzt Baumenü. Komm. Jawohl. Und verwerten. Also alles auf R. Jawohl. 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 So machen wir das. Ich weiß, es geht bestimmt effizienter, wenn man eben in dem Bereich alles gelevelt hat, also aufgewertet hat, so muss ich sagen, alles geskillt hat, ist das sicher schlauer. Aber ihr kennt mich ja, ganz so schlau bin ich ja nicht. Okay, das Lager von mir aus. So. So. Ah, da kommt schon was zusammen. Da können wir in der nächsten Folge schon ein bisschen was bauen. Ich hoffe halt nur ganz stark, dass wir wirklich... so ein Beet bauen könnten. Das wäre echt schön. Das wäre echt schön.
Das würde mich sehr freuen tun. Aber wir haben jetzt nichts zum Essen dabei, oder? Ich glaube, wohl. Eine Melone, glaube ich, dürfen wir dabei haben. Das muss reichen. Eine Melone für alle. Sie müssen sich halt das Fruchtfleisch und die Kerne gut einteilen. Einfach oder eine Suppe draus kochen. So. Man muss halt, sich zu helfen wissen. So, haben wir's? Da ist noch was. So. Yeah. Ja, und dann können wir im nächsten Part hier eine Baufolge draus machen. Nein, die will ich nicht wegtun. Gottes Willen. So. Und ich werde dann auch selbstverständlich gleich hier... Schön, ne? Werde ich gleich hier noch schnell den ganzen Schrott reintun. Auch die Splittermine, weil die braucht man nicht. Da geht sonst eh nichts. Essenmäßig haben wir... Oh, wir haben einen Mais sogar. Eine Melone und einen Mais. Oh, jö, so viel Glück musst du haben. Da geht schon was mit den beiden Sachen. Einfach warten, bis die geerntet wurden oder zum Ernten bereit sind. Und dann können wir schon wieder was nachpflanzen. Sauber. Aber das machen wir jetzt im nächsten Part. Ich stelle mich da mal kurz runter, drunter, weil es regnet wie aus Kübeln. Und aus Eimern. Und ich denke mal, ich hoffe sehr, dass wir hier vernünftige Betten und so zwei Bramims. Wie viele gibt es denn da noch? Muss ich schon, dass hier die beiden Platz haben. Überdacht wäre halt schön, ne? So ein Stall wäre nicht schlecht. Ah, da werden wir schon was Tolles bauen. Da werden wir schon was Tolles bauen. Da bin ich mir absolut sicher. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!